Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Ich stelle euch heute diese wunderbaren Birnen vor. Osram Nightbreaker up to 200%, also wesentlich heller als eine stinknormale H7 oder H4 Birne. In dem Fall jetzt hier bei dem Opel Corsa natürlich um eine H7 Birne. Das habe ich dann jetzt schon mal erwähnt. Also wenn ihr die Birnen wechseln wollt und euch Birnen bestellen wollt, definitiv Fassung H7 bestellen. Link zu den richtigen Birnen packe ich euch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und es geht halt darum, in erster Linie, wenn ihr eine Birne kaputt haben solltet bei eurem Opel Corsa oder eventuell auch anderem Fahrzeug, ist es meiner Meinung nach immer sinnvoll, wenn man handwerklich selber etwas geschickt ist, direkt umzurüsten auf vernünftigere, hellere Birnen. Verbauen wir jetzt hier schon relativ lange. Davor gab es die mit 150% plus, also heller. Und jetzt gibt es die mit 200% plus. Die sind wahrscheinlich nochmal eine Ecke heller. Du fährst die selbst in deinem Viano? Hast du ein Viano, ne? Ja, ich verwechsel das immer mit Vito. Und erfahrungstechnisch hast du halt den Vorteil mit diesen Bieren. Siehst im Dunkeln natürlich das Licht ein bisschen weißer, nicht so gelb. Und du siehst diese Verkehrszeichen auf der Straße, wenn es dunkel draußen ist, wie bei Xenonlicht, halt immer so ein bisschen heller. Dass die jetzt 200% heller sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich weiß es nicht. Wir können das jetzt hier auch nicht technisch nachmessen oder sonst irgendwas machen. Es geht halt wirklich darum, dass die Birnen heller sind als eine stinknormale H7-Birne. Ja, Fahrzeug stelle ich euch ganz kurz vor. Komm mal ein bisschen ran, zeige mal ein bisschen das Fahrzeug. Opel Corsa D in unserem Falle als Facelift-Modell, Baujahr 2011. Und wir nutzen dieses Fahrzeug jetzt hier so. Es ist natürlich nicht kaputt. Wir haben gerade schon ein Video dazu gemacht zum Tagfahrlicht, was hier nicht funktioniert. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben. Und habe ich gesagt, komm, wir zeigen den Leuten nochmal in einem separaten Video, wie die Birnen gewechselt werden, weil man im eingebauten Zustand das natürlich auch machen kann, aber wir das halt schlecht mit der Kamera filmen können. Und dann haben wir jetzt gesagt, komm, wir nehmen heute mal schnell den Scheinwerfer raus und zeigen den Leuten wirklich groß, damit ihr seht, wie das von hinten funktioniert, wie man quasi mit der Hand dann die Birne ein- und ausbauen muss. Ist ein bisschen fummelig, aber es geht. So, ich werde jetzt mal ganz kurz den Scheinwerfer dazu ausbauen. Das solltet ihr natürlich jetzt nicht unbedingt machen. Ihr könnt es natürlich machen im eingebauten Zustand. So, ich mache jetzt hier den Stecker mal ab, den vom Scheinwerfer. Und ihr könnt es natürlich sehen. Ich zeige euch auch mal, welche Biene es ist. Das ist für das Fernlicht auf der Seite. Das ist die H7-Biene, also die normale Hauptscheinwerferbiene. Und hier oben ist das Tagfahrlicht, richtig? Ja. Ja, richtig. Ja, so sieht es aus. Und diese Birne werden wir heute wechseln. Das ist die Birne, die in der Regel auch am häufigsten kaputt geht. So, dafür legen wir den Scheinwerfer jetzt mal hin. Vorher zeige ich euch, wie man hier die Kappe abmacht. Das müsst ihr natürlich euch jetzt denken, dass das im eingebauten Zustand ist. Also, dass ihr den Scheinwerfer so vor euch habt. Ihr müsst euch das quasi auf den Kopf denken, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, den Bügel umlegen in diese Richtung. Habt ihr diese Kappe schon ab? Diese Kappe beim Einbau wieder darauf achten, da ist eine Gummidichtung drin, die muss unbedingt richtig sitzen, sonst habt ihr Scheinwerfer, ne, nicht Scheinwerfer, Feuchtigkeit im Scheinwerfer, so rum. Die Birnen muss ich mir noch eben holen. Bin heute ein bisschen durcheinander. Ist ein bisschen spontan das Video, wir haben uns auch nicht wirklich vorbereitet. Von daher bitte ich an der Stelle um etwas Entschuldigung. So, ich werde das mal so festhalten. Wir haben hier, denke ich mal, relativ cooles Licht. Das ist die Geschichte gewesen mit dem Tagfahrlicht. Da war übrigens ein Kabel abgerissen. Video werde ich euch jetzt hier oben nochmal verlinken, wenn ihr damit ein Problem haben solltet. So, das ist die Hauptscheinwerferbirne. Kann man das sehen? Mhm. Oder ist schlecht? Doch. Funktioniert. So, das ist der Stecker von der Hauptscheinwerferbirne. Den einfach nehmen. Bisschen wackeln, habt ihr den schon ab. So, das funktioniert in der Regel ganz einfach. In der Regel zieht er die Birne auch schon direkt mit raus. Und die Birne mit etwas hin und her wackeln kann man ganz einfach rausnehmen. Da ist kein Bügel oder keine Sicherung oder sonst irgendwas. Die kann man dann halt einfach so rausnehmen. So, das ist die alte Birne. Ich werde jetzt mir nehmen eine Osram Nightbreaker von den neuen Birnen. So, neue Birne. Wichtig, nicht an diesen Glassockel anfassen, das verkürzt extrem die Lebenszeit der Birnen. Also immer unten nur an dem Metallsockel. So, jetzt haben wir hier so eine Nase, so eine Aussparung, kann man, denke ich mal, relativ gut sehen. Und das Gegenstück zeige ich euch hier. Ich mache den Stecker mal ein bisschen an die Seite. Moment, ist hier. So, da kommt die Birne rein. Das ist die Führung für die Birne. Also man nimmt quasi... Nee, ich will noch was anderes erklären. Also das ist die Führung für die Birne. Und wir haben auf dieser Seite hier links und rechts die zwei Klammern, sage ich mal, womit die Birne gehalten wird. Also ihr müsst quasi den Metallrand der Birne da richtig drunter drücken. Und das ist in der Regel bei dieser Art von Fassung oder ja, bei dieser Art von Scheinwerfern in der Regel das Problem, dass die Birnen nicht mehr richtig reingedrückt werden und dass die in der Regel schief drin sitzen. Wenn Leute, die in Anführungsstrichen keine Ahnung davon haben, die Birnen wechseln. Deswegen zeige ich euch heute direkt, wie das hier vernünftig funktioniert. Also wir nehmen die Birne. Warte, nicht so schnell. Ja.
Ich setze die jetzt nur mal so ein bisschen rein hier, dass man das ein bisschen sehen kann. In die Führung hier vorne. Ich sehe es selber nicht, weil ich es auf dem Kopf habe. So. Und ich nehme in der Regel, wenn es ausgebaut ist, um euch das jetzt hier mal zu zeigen, wir haben jetzt hier eine Führung und wir müssen das auf dieser Seite einfach runterdrücken. Ihr habt das gehört, das rastet ein. Und das ist, wie gesagt, wichtig, dass das Metall von der Fassung unter diesen Spangen ist, sonst sitzt die Birne halt schief drin. So, dann nimmt man halt ganz einfach wieder den Stecker, hast den Stecker drauf, nimmt den Stecker, steckt den auf und das war's gewesen. Das ist der ganze Spuk. Ist natürlich jetzt, wenn man sich das über Kopf vorstellt und im eingebauten Zustand, natürlich ein bisschen schwierig. Ist auch für mich immer ein bisschen fummelig, dass die Birne dann unter diesen zwei Metallpunkten richtig sitzt. Und ja, ist das halt nicht gegeben, habt ihr halt immer das Problem, dass die Birne schief drin sitzt und das Lichtbild natürlich scheiße sind. Da hilft natürlich auch die beste Birne nichts, wenn die Birne nicht richtig in der Fassung drin sitzt. So, wir nehmen den Deckel wieder. Der Deckel wird hier drunter reingeführt. Hast du das drauf hier an der Stelle? Und dann nehmen wir quasi schon den Bügel hier, drücken den einfach hier drüber und das war's gewesen. Den Einbau vom Scheinwerfer zeigen wir euch jetzt natürlich nicht. Hatte ich am Anfang des Videos schon gesagt. Das ist jetzt nur für die Veranschaulichung für euch. Haben wir den jetzt im Zuge ausgebaut wegen einem anderen Video, damit ich euch vernünftig zeigen kann, worauf zu achten ist, wenn die Birne natürlich getauscht werden muss im eingebauten Zustand. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die H7 Nightbreaker ein. Wieso es sinnvoll ist, ja, die direkt beide zu tauschen. Also, ich sage mal, Kostenpunkt in einer normalen Werkstatt, bringt ihr das Auto in eine normale Werkstatt, ich nenne hier keine Namen, jede x-beliebige Werkstatt, zahlt ihr für eine normale H7 Birne, also für keine Osram Nightbreaker, ich denke mal mit Einbau 15 bis 25 Euro, würde ich mal so tippen. Wenn ihr es selber macht, mit unserem Video jetzt hier, bestellt ihr euch diese Osram Nightbreaker, die kosten ungefähr 20 Euro, so habt ihr für das Geld, was ihr in der Werkstatt für eine Birne bezahlt, hier quasi zwei Birnen und könnt ihr ganz gemütlich beidseitig tauschen und ihr habt für die 20 Euro wesentlich bessere Birnen drin, als wenn ihr in die Werkstatt fahrt und euch eine Birne auf einer Seite in ganz normal, sag ich mal, tauschen lasst mit. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Das habe ich zu fahren so ein bisschen verloren. Ja, also nochmal die Birnen unten in der Videobeschreibung. Teilt uns dazu gerne auch mal eure Meinung mit, ob ihr im Vorfeld schon mal andere Birnen, hellere Birnen in euer Fahrzeug, sag ich mal, abgegradet habt oder eingebaut habt, geändert habt, wie auch immer, was da so eure Erfahrung war. Also wir haben mit diesen Osram Nightbreaker wirklich gute Erfahrungen gehabt. Es gibt da mittlerweile zig verschiedene Birnen von Philips etc. und weiß ich nicht was, aber diese Osram Nightbreaker halten wirklich lange und Licht ist auf jeden Fall heller als bei einer normalen Birne. Viele schreiben immer, wir haben viele Videos schon zu diesen Wechselvideos gemacht, zu den Birnen. Wir sollen mal zeigen, wie sich das Lichtbild technisch ja, verändert. Können wir nicht. Also ich kann euch das jetzt zeigen. Wir machen jetzt eine normale H7 Birne, wir haben jetzt hier taghell bei uns drin und wir ändern das in diese H7. Ich mache das Licht an, da werdet ihr jetzt natürlich hier keinen Unterschied sehen. Dazu müssten wir natürlich das Ganze bei Nacht aufnehmen und nachts liegen wir in der Regel mit unserem Arsch im Bett und schlafen uns nicht im Autohaus und machen irgendwelche Videos. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Lasst uns einen Daumen nach oben da, schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare natürlich sehr gerne und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.